So, weiter geht's. Lastkraftwagenfahrer, So. Jetzt sind wir auf dem richtigen Kurs. Jetzt, was soll jetzt schon schief gehen? Ach, Freunde, ich werde nicht alt heute hier. Meine Güte. Oh nein, was ist das denn? Damn. More potholes. Planks should do the trick. Bretter? Okay. Okay, warte. Jetzt kommt das mit den Brettern. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das denn hier für eine Falle? Huch, wie geht denn das? Einfach hinlegen, oder was? LOL. Entfernen? Falle entfernen? Ach so, LOL. Okay. Oh, das wird so schief gehen. Ich weiß das jetzt schon. Das wird so schief gehen. Kann ich das irgendwie drehen? Ach so. Aber ist irgendwie eine geile Idee, muss ich sagen. So, wie viel habe ich denn? 7 Bretter? Okay. Egal, ich muss mir den eigenen Weg hier basteln. Aber wenn ich mir vorstelle, sowas würde den Snowrunner auch gehen. Alter, wie geil das einfach wäre. Nein, ich muss noch ein bisschen weiter nach oben. So. Ist schon cool, ne? Den Stein kann ich den wegrollen. Ich bin Hulk Hogan. Und der muss auch weg. So, dann fahren wir dann hier rauf und dann müsste es hier eigentlich passen. So, ich kann über die Planken laufen. Falle ich sonst ins Loch rein? Ja, okay. Also sie sind wirklich da. So. Warte mal, die Planke packe ich nochmal ein bisschen weiter oben an und dann... Ja, hier so. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich probiere es mal aus. Ganz vorsichtig, Dieter. Yo, yo, yo. Huah. Ja, das geht. Huah. Nein, das geht nicht. Weil ich falsch gefahren bin. Natürlich. Und jetzt hänge ich hier. Scheiße. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich genau da, wo kein Brett ist. Ist natürlich genau... So eine Scheiße. Aber das Brett kriege ich ja niemals da drunter. Wie soll ich das da drunter kriegen? Das bringt jetzt gar nichts. Vielleicht kriegt er da nochmal Grip oder so? Kann ich mich mit der Winde denn rausziehen vielleicht? Ja. Ich brauche einen Baum. Geht das hier? Ah, guck mal, man kann den sogar hier dran machen. Okay, warte mal, dann mache ich hier dran. Alter, eine Kacke. Hebo. Alter, das Brett. Juhu. Okay, hat ein bisschen funktioniert. Ich würde gerne... Hallo? Ich würde gerne über meinen eigenen LKW springen. Das geht leider nicht. Ich pack die Bretter mal wieder rein. Bevor wir die nachher verlieren. Warte mal, da unten war noch eine Planke weg. So, wie viel haben wir jetzt? 5 von 7? Hä, wo sind die anderen? Mein Brett ist weg. Verdammte Kacke. So eine Kacke aber auch. Wo ist mein Brett hin? Ah, ich muss die Winde lösen. Wo bin ich denn hier? Ich muss mich irgendwo anders hinziehen. Vielleicht irgendwie nach hier. Da. Das dürfte gehen.
Das ist gar kein Problem mit der 20.000 Meter Winde. Ja, das passt doch. Ja, Gott sei Dank. Alter. So, aber wo sind meine Bretter? Meine Bretter sind weg! Oder sind die kaputt gegangen? Ich will meine Bretter wieder haben. Hätte ja klappen können. Toll. Zwei Bretter sind futsch. Aber die Winde hilft. Das ist schon mal die Hauptsache. So. Irgendwas steht immer im Weg, ne? Mann, erst der platte Reifen, dann die Kabel. Clearly, intentionally dug holes. What's going on here? Ich hab keine Ahnung. This one's got me here for good. Im Übrigen geht's hier im Spiel darum, dass wir tatsächlich die Vorgeschichte spielen zum Hauptspiel. Also alles, was davor passiert. Weil hier geht's ja tatsächlich darum, hier gibt's eine Story. Deswegen. Und im Hauptspiel geht's dann quasi genau da, knüpft es da an, wo der Prolog quasi aufhört. Ich weiß nicht, ob wir das spielen werden. In der Vollversion kann ich noch nicht sagen. Schauen wir mal. Aber erstmal möchte ich irgendwo ankommen, mal so langsam. Uah. Oh. Alter, was ist das denn? Was sind das denn für Schlaglöcher? Da fahren wir mal lieber außen rum. So, ich bin in meinem Truck hier. Das sind immer noch 800 Meter bis dahin. Da kann ja noch einiges passieren. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Ich weiß doch gar nicht, was wir da in der Kiste haben. Und es gibt hier sogar Fallen. Das ist halt krass. Da muss man halt so ein bisschen echt aufpassen, was hier so ist. Nicht, dass es hier noch so Erdrutsche gibt oder so. Na, Alter, diese Schlaglöcher. Bottrop City hier oder was? Was ist denn hier los? So. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir es bis dahin. Also hoffe ich mal. Da wird uns jetzt nichts mehr im Weg stehen. Uah. So, was haben wir denn hier? Was steht da? Station Cassiopeia? Irgendwie so. Fracht von der Bergstation heben. Abholen wahrscheinlich. Ich komme mit den Gängen noch nicht so ganz klar. Naja, aber das wird schon. Wir haben ja... Oh! Wir haben ja 5 Gänge. Ich hoffe, ich fahre richtig. Ja, aber das sieht richtig aus. Okay. Ich habe so ein bisschen Angst, dass hier gleich wieder eine Falle irgendwo auftaucht. Und dass wir dann das Problem haben, dass wir... Na, du weißt. Dann gleich kein LKW mehr haben oder keinen Ersatz. Was passiert denn, wenn wir keine Ersatzteile haben? Müssen wir dann wirklich rumlaufen? Die Musik erinnert mich ein bisschen so an Phantasialand, Afrika. Oh, die Sonne blendet. Regnen soll es ja wohl auch, weil wir auch Scheibenwischer aktivieren können. So, aber noch ist strahlender Sonnenschein, das ist super. Ob man wohl auch, sich retten kann, wenn man auf dem Dach liegt? Was ist das denn für ein Stein? Einen Moment bitte. Was ist das denn? Soll das so? Hey, ich bin Hulk!
Okay. Mich wundert es ein bisschen, dass man nicht tanken muss. Also bisher ist er noch nicht von aufgetaucht. Aber nun gut, wir gucken mal. Vielleicht kommt das ja noch. Aber ich sehe zumindest keine Tankanzeige. Naja. Mal gucken, was uns da wohl noch alles so erwartet. Was ist das denn da? Ah, immer ein bisschen vorsichtiger fahren. Oh, holy crap. Was ist das denn? That's what I needed. Habe ich es nicht gerade gesagt? Habe ich gerade irgendwas gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt, oder? Aber ist doch gar kein Problem. Aber ich kriege die nicht gehoben, ne? Na? Aber den kleinen kriege ich gehoben. Uah! Huch! Oh, ich bin so stark, das ist doch gar kein Problem. Ich bin so stark, das ist gar kein Problem. Einfach da unten auf die Straße. Oder wenn da überhaupt eine Straße ist. Oh, da oben ist ein Stein liegen geblieben. Aber wir haben den Weg wieder freigemacht. Das ist doch gar kein Problem. Weiter geht's. Ganz vorsichtig. Uah. Vorsichtig geht's weiter. Okay. I guess that's all. Ja, natürlich, die Aufhängung. Was denn auch sonst? Und die linkere Aufhängung. Aber was soll jetzt wohl noch schief gehen? Außer es kommt ein, keine Ahnung, eine Atombombe. Was soll jetzt wohl noch kommen bis 200 Meter vom Ziel? Ich meine, ich würde dem Spiel alles zutrauen. Uah, uah. Nein, Vorwärtsgang. Ah, so, wir sind da. Wonder if this gate is. Nah, better not jinx it. So, muss ich da einfach durchfahren oder wie ist das? So, Station Cassiopeia. No Trespasser. Kann ich einfach. Muss ich klingeln? Ach, das ist ja cool. Und ich muss da irgendwo parken, ne? Na, dann wollen wir mal. Yeah, so. Moin. Bin da. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss die Ware irgendwie da drauf kriegen. Fracht verwalten. Wie verwalte ich die denn hier? Mit Pfeiltasten? Nee. Absetzen. Drehung der Last. Aufnehmen. Minenvorräte sind das, also. Good. Now okay. Head home. Just carefully. Okay. Fast and carefully. Genau, schnell und langsam. Das machen wir doch. So, erstmal rausfahren hier. So. Finde ich ein bisschen schade, dass man hier nicht mit einem Kran arbeiten muss. Hätte ich irgendwie cooler gefunden. So ein Kran-Minispiel oder so, irgendwie sowas vielleicht. Ich lasse jetzt hier das Tor auch offen. So. Was soll denn da jetzt schon schief gehen, Freunde? Hm? So, wir müssen jetzt. Warte mal, da ist. Weiß gar nicht, was das ist. Muss ich gleich nochmal gucken. Da ist auch eine Lieferung. Muss da nochmal genau gucken. Was ist denn liefern? Okay, Ladung liefern. Also wir müssen hier liefern und wir müssen da eine Ladung abholen und dann gucken, wo wir dann hin müssen. Okay. Also bleiben wir erstmal auf diesem Weg. Schauen wir mal. Das kann ja nur spannend werden. Was soll da schon schief gehen, wie gesagt? Da kann doch nichts mehr schief gehen, oder?
Nachdem wir jetzt den Erdrutsch hatten, den platten Reifen. Vielleicht kommen jetzt noch Bären oder so. Und wir wurden ja, genau, wir wurden ja Knockout geschlagen. Unmächtig. Wer uns da wohl in die Quere kommen will, Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Ich sehe überhaupt nichts. Hilfe! Lastkraftwagenfahrer! So, jetzt aber. Vollgas! Mit Krawall! Dieser riesen Felsbrocken da, ne? So. So, vierten Gang, fünften Gang! Alter Schwede. War ein bisschen Tempo hier. Waren nicht irgendwo Löcher gewesen? So. Aber schön, also hübsch ist es hier ja. Schöne Aussicht. So, fünften Gang. Mehr geht nicht, also Vollgas. Was soll da schon schief gehen? Mein Maserati fährt 210. Schwupps, die Polizei hat Schnickelding, ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Mein LKW fährt 310. Schwupps, der LKW fährt immer noch dahin, ich geb Gas. So. Ach, Aufhängung. Scheiß auf Aufhängung. Vollgas. Rechte hintere Aufhängung. 1%, das geht ja noch. So, wir müssen jetzt links lang. Sagte er, glaube ich. Ja, wir müssen hier lang. Weil wir müssen ja da liefern erstmal. So, ersten Gang. Zweiten. Dritten. Und vierten. Und wir müssen... Oh, hier sind Löcher. Oh, ja. So. Immer noch null Geld. Wie lange wir schon unterwegs sind, noch gar nichts verdient haben. Aber hauptsache schon LKW reparieren. Irgendwelche Minenvorräte. Juhu. Auf geht's. Mein LKW fährt 64, 65. Juhu. Und gleich eine Falle, zack, Unfall. Auto machen so, Unfall. Der Typ war auch so gut, ne? Ist halt einfach voll das Meme geworden. So. So, meine Freunde. Ich würde sagen, wir haben es ja nicht mehr so weit. Uah, noch knapp 600 Meter. Ich sehe schon gar nichts mehr im Spiegel, weil es so dreckig wird. Ohne Brücke. Hoffentlich hält die uns aus. Uff. Ja, das ist ja toll. So gerade eben passt er da drunter, wa? Aber wirklich so gerade eben. Och, die Aussicht ist ja traumhaft. Oh, damn it. Ernsthaft. Was haben wir denn für ein Problem? Was war da nochmal? F? That doesn't look too bad. Oh. It'll be hard to fix it in the dark. Ach du heiliger Strohsack. Deinstallieren. War das richtig? Wie komme ich denn da jetzt hin? Welches Kabel war denn das jetzt? Das Kabel hier? Das Kabel? Und das Kabel, ne? Ich hoffe, ich habe die richtigen jetzt ausgebaut. Wie komme ich denn da unten dran, sag mal? Wie schraube ich das denn alles ab da?